Hallihallo und willkommen zu einem neuen Squad-Builder. Lang, lang ist es her gefühlt, dass ich ein Player-Review-Squad-Builder überhaupt ein Video zum normalen Ultimate-Team gemacht habe. Und ja, jetzt hatte ich mal gerade ein bisschen Zeit zu spielen und habe deswegen mich entschieden, Squad-Builder zu machen anstatt ein Player-Review, einfach weil das Team relativ nice war, nicht relativ ganz nice. Und ja, wir wollen einsteigen. Natürlich ein Silber-Team heute für euch mal wieder. Einfach hier. Ja. Wie ihr wisst, Silber und ich, das ist wie Yin und Yang. Nein, das gibt keinen Sinn. Auf jeden Fall. Ja, Silber Team im Tor haben wir Tyram. Könnt ihr die Version nehmen, die euch billiger erscheint. Ist egal, er hat ja zwei Versionen. Einmal bei Chart Athletic und einmal bei Standard Lüttich. Immer sehr, sehr solider Silberkeeper für mich. Ihr seht 35 Spiele. Ansonsten hätte er auch nicht so viele Spiele für mich gemacht. Links könnt ihr jeglichen französischen Linksverteidiger nehmen. Ich habe mich für Mavinga entschieden, einfach weil er in meinen Augen die besten Werte hat. Mittel-Mittel-Arbeitsrate, dazu noch mit 1,83 relativ groß und so viele geile Silber-Linksverteidiger aus Frankreich gibt es halt leider nicht. Und für 150 Münzen kann man da auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Rechts haben wir dann Miguel Lopez von Olympique Lyon. Auch auf jeden Fall einer, der schon einige Spiele wie gemacht hat. Und ja, auch immer sehr solide, schnell, relativ dribbelstark und auch relativ groß, hoch Mittelarbeitsrate, passt auch. Innenverteidigung ist dann eine französisch angehauchte natürlich. Rechtsinnenverteidiger Umtiti mit ja, 1,81 nicht der allergrößte, aber er hat relativ gute Sprungkraft, deswegen auch 78 Kopfball und ab und zu gewinnt er auch mal ein Kopfballduell. Aber insgesamt gesehen ist der Mann für die Kopfbälle dann in der Innenverteidigung für euch natürlich Kurt Zouma mit 1,90 Meter. Und deswegen, ja, trotzdem sehr solide Innenverteidigung. Kennt man, denke ich mal, schon oft genug jetzt. Zouma Umtiti passt auf jeden Fall und gefällt mir auch relativ gut. Und ja, defensives Mittelfeld, da haben wir dann einen Spieler, der zwei Versionen hat, wie ihr seht. Junior Malanda, wir nehmen seine alte Version von Sulte Wagenem. Ein Tor, drei Vorlagen, sechs Spiele, auf jeden Fall sehr solide. 1,81 groß, 74 Tempo, Mittel-Mittel-Arbeitsrate, 90 Stärke. Ja, relativ perfekter defensiver Mittelfeldspieler, auch alleine in der Formation hat er sehr gut gespielt. Links haben wir dann einen alten Bekannten aus meiner Hidden Gem Serie und zwar den Kollegen Sakko. Natürlich immer noch sensationell gut, mittelgering Arbeitsrate, 1,84 groß. Ansonsten, wer genaueres zu ihm wissen will, sollte sich Hidden Gem mit Sakko angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Rechts haben wir dann einen, wo man ja theoretisch sogar darüber nachdenken könnte, einen Hidden Gem darüber zu machen. Aber er hat Spaß gemacht, aber hat mich nicht so überzeugt, dass ich dazu eins machen konnte oder wollte. Menga, sehr, sehr geile Werte. 4 Sterne Skillmoves, 4 Sterne Weakfoot, 92 Tempo, 76 Dribbling, 63 Schuss auf einer 65er Karte. Ist schon relativ übertriebenes Stats. Ein Tor, eine Vorlage. Aber den kann ich euch wirklich nur mal empfehlen, auszuprobieren. Sehr, sehr spaßiger Spieler. Sieht nicht nur sehr spaßig aus, sondern lässt sich auch sehr nett spielen. Dann kommen wir zum Inform, aka Team of the Season Trio, was vorne rumwirbelt. Haben wir auf der linken Stürmerposition Deco, auf der rechten Spielerposition Habibu. So, Deco. Ja, der schnellere der beiden auf jeden Fall den, den man auch mal in die Spitze schicken kann. 88 Tempo, 75 Dribbling, 71 Schuss. Hat mir ordentlich gefallen. Nichts Sensationelles, aber halt den perfekten Link mit Sakko. Und dann Habibu. Ja, 4 Tore, eine Vorlage, 1,88 groß. Also eher der Mann für die Flanken. Sehr schöne Sturmpartnerschaft. Und dahinter haben wir auf jeden Fall den Spieler dieses Teams. Ohne Wenn und Aber, Thorgan Hazard. Ja. Mittelgering Arbeitsrate, 6 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen. Auf jeden Fall der Mann dieses Teams. 77 Tempo, 75 Schuss, 80 Passen, 80 Dribbling. Sehr krasse Werte für einen 74er offensiven Mittelfeldspieler. Hat auch in den Momenten, wo es wichtig war, wirklich gezeigt, dass er der Mann dieses Teams ist. Immer für einen guten Pass zuständig, für einen krassen, für einen guten Longshot oder einfach einen klasse Abschluss. Wirklich der Mann des Teams. Ja, nettes Team auf jeden Fall. Kleines Silber-Hybrid kann man sich auf jeden Fall gerne mal nachbauen, wenn ihr Lust habt. Geht natürlich auch komplett alles ohne Informs, wenn ihr nicht ganz so viel Geld habt. Aber so teuer sind die Informs von Habibu und Deco jetzt nicht. Und Hazard, ja. Der halt ein bisschen teurer schon, aber lohnt sich auf jeden Fall dieses Team. Jetzt kommen gleich noch ein paar Tore. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Auch Player Review oder Squad Builder. Mal sehen. Erstmal, ob es überhaupt noch gefällt, sowas jetzt noch zu sehen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.
wieder. Ich würde sagen, bis dahin. Stealing your heart, that was never my aim. See, I let you leave and now nothing's the same. I'm picking your brain, you pick me apart. I'm picking your heart, you left me in dark. I guess all the pain and the hurt and the worry you left me with turned to the shell of a star. Damn, do we end arm in arm, are we Armageddon? Guess you never know, cause you never let him show you how he'd love and he'd trust and he can't about all of his shows, but you never were there. So let's really see if you cared. Knew if you needed, then he would be there. To put all the blame onto you isn't fair, but all you care about is your makeup and hair. You're taking a selfie, I'm taking your shit. I see all your pics, I see who you picked, and just know it eats me alive. You're happy with him, that you're happy with him. Damn, I'm jealous creeping through your Instagram and find myself asking why the fuck that I still give a damn about you. About us, like Mark, give her the fuck up. And although I hate his guts, I gotta give your man that thumbs up. Cause he was bringing you close, now he's with the one I'm wanting the most. One minute I hate you, one minute I love you, and right now I'm writing and feeling them both. I can't stop. When it hurts, no wonder I found you. Stuck here, I'm drinking and thinking about you. All of my friends say I'm better without you. Better without you, right? Thought I found you on the darkest night. Could've shown you what a red carpet's like. Rode up on a dark horse, the darkest night. And the girl's flowing like water now. Wanna give her my heart, but it's watered down. And honestly, let's keep it real. See, I'm just jealous that you found love, and I'm searching for it still. All of these girls are dry and lame. I want complex so that we can build. Nothing's out of my league. You ain't in my lane, and whenever we talk, now it's never the same. Be putting your friends on is bringing me pain, and I just wanna get you up out of my brain, out of my brain. Never been one for past tenses, so know that I'm moving forward before I finish this sentence. I crumble when in your presence, red time in my mind like tenants. So sorry, I'm so offensive, it's hard just being your friend. And in the end, I look stupid, the time I spent was useless. The truth is, honestly girl, I miss you and...